Yes, indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. Kindled will rise. Nameless, accursed, undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers. Yes, indeed. Und damit hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play-Projekt Dark Souls 3. Oh yeah. Den ersten Teil habe ich gern gespielt und den zweiten Teil so gar nicht gern. Und jetzt mit dem dritten Teil kam ein Teil raus, der wohl sehr gut ist und deswegen spiele ich den jetzt. So, kurz Charakter. Erstellung und dann erkläre ich noch ein bisschen was und dann geht's los. Ich versuche das jetzt kurz und knapp hier zu machen. Jo, Ricus Longus, jawohl. Dann Geschlecht ist männlich, Alter jung, das ist okay. Klasse lassen wir beim Ritter, denn ich kämpfe gern mit Schild und, naja, Schwert oder Speer. Und es ist zwar ein bisschen leichter dadurch der Anfang, aber das mache ich eigentlich nur deswegen, um halt da schon mal so ein bisschen auf das zu gehen, was ich später mal machen möchte. Begräbnisgeschenk. Ich habe mal meinen Kollegen gefragt, der meinte, ich soll den feurigen Edelstein nehmen, um meine Waffe irgendwann aufzuwerten. Und um das jetzt hier kurz und knapp zu halten, werde ich genau das machen. Ansonsten Gesichtsvoreinstellungen. Voreinstellung Bürger. Ja, das passt. Kann man das noch ein bisschen genauer verändern? Moment mal. Ach hier, Körperbau. Ach so, stämmig vielleicht. So ein bisschen stämmig wenigstens. Das passt, oder? Sehr stämmig. Oberkörper. Kleiner Kopf, großer Kopf. Wir machen mal so stämmig, oder? Normal. Stämmig. Wir machen stämmig, ja. So, und Aussehen. Geschlecht, Alter hatten wir schon. Stimme, nehmen wir einfach mal erwachsen. Figur. Ja, sorry, wenn ich das jetzt hier ein kleines bisschen
machen muss, aber es geht ja nicht anders. Man muss ja irgendwie. Achso, ich mache das gerade übrigens mit der Maus, nicht, dass ihr euch wundert, einfach nur, weil das schneller geht als mit dem Controller jetzt, würde ich sagen. Körperbau, das ist egal. Zurück. Ausgangshautfarbe lassen wir auch. Hautfarbe, Gesichtsdetail. Haare und Bärte. Ich bin ein Glatzkopf mit einem Bart. Und zwar ungefähr so. Ja, wir drehen das mal noch ein bisschen. So, sehr schön. Gut, ich will gar nicht groß... Na, ich soll jetzt wirklich nicht so ausführlich werden, die ganze Umstellung. Augen wären noch interessant. Pupillen. Farbe. Blau. So. Und eigentlich könnte es das schon gewesen sein. Gesichtsdetails. Nö. Ja. Sieht jetzt nicht so mega prickelnd aus, aber... Naja, passt schon ungefähr zu mir. Ich bin vielleicht nicht muskulös, aber... Ich bin ein bisschen fetter. Aber so ungefähr passt's. So. Dann würde ich sagen, legen wir die Maus beiseite und jetzt wieder den Controller in die Hand. Und dann könnten wir eigentlich loslegen. Denn das ist es doch, was wir wollen, oder? Ricus Longus, das stimmt. Ja, Ritter, jung, feuriger Edelstein. Okay, also Dark Souls 1 bis 3. Mit der dritten Reihe, mit dem dritten Teil in dieser Reihe ist es jetzt abgeschlossen, diese Spielereihe. Gibt ja noch Demon's Souls und ach komm, da kommt schon wieder ein Intro, ein kleines. Ich erzähle trotzdem was dazu nebenbei. Ja, Dark Souls 1 habe ich sehr gerne gespielt, habe es gesuchtet, würde ich nicht sagen, aber schon intensiv gespielt. Die 2 hat mir irgendwie gar nicht gefallen. Ich weiß nicht warum, aber ich kam damit einfach nicht. Wir sind einfach keine Freunde geworden, das Spiel und ich, ne? Und die 3 soll jetzt wieder richtig gut sein. Die soll das Beste aus den ganzen Souls-Spielen vereinen. Und ich habe bis jetzt schon einmal Dark Souls 3 gespielt bei meinem Kumpel. Bei dem habe ich mal bis zum ersten Boss gespielt und dann gar nicht weitergemacht. Und ne, jetzt bin ich hier und jetzt geht's richtig los. Und hallo, hallo Welt, hallo Let's Play. Und jetzt bin ich aber echt, ne, an der Stelle, wo ich sage, ich habe Bock. Ich schaue mich ein bisschen um. Wer die Spiele nicht kennt, Dark Souls ist eines der schwersten Spiele überhaupt. Kamerasteuerung, ja, ja. Und wer da nicht gut aufpasst, der erlebt schnell seinen Tod. Ja, und man stirbt sehr oft. Ich bin ganz schön fett, oder? Ist egal. Das habe ich mich so entschieden. Das lassen wir so. Ja, wie man angreift, weiß ich. Das ist kein Problem. Da ist schon der erste Gegner. Ich sollte mich vielleicht ein kleines bisschen... Kann ich ihn anvisieren? Ah ja, okay. Hab ich auf manuell gestellt. Ich mag das nicht, wenn der das automatisch macht. So, und dann... Bam. Ja, okay, die ersten Gegner sind natürlich noch easy. Aber glaubt nicht, dass man bei denen nicht sterben kann. Doch, doch, das geht. So schwer ist das nicht. Und ich hoffe mal, ich weiß auch dann die Knöpfe, was man drücken muss, um zum Beispiel einen Trank zu nehmen. Das wäre ganz interessant, wenn man da nicht dran verreckt. Seele einer verlassenen Leiche. Okay, rollen kann ich damit, sprinten kann ich mit demselben Knopf. Ja, ich bin gerade relativ schwer. Ich versuche später dann auf eine mittelschwere Rüstung zu gehen und eventuell mit Schwerkampf. So, geht das noch so wie früher? Nee, ne? Ich glaube, das Backstabben von hinten erstechen mit diesen kritischen Treffern, das ist ein bisschen anders gemacht als früher. Aber naja, das ist doch einer, oder? Asche-Estus-Flakon. Okay, das ist, glaube ich, zum Mana-Auffüllen. Mana gab es im ersten Teil nicht. Im zweiten kann ich euch nichts dazu sagen. Wie gesagt, habe ich nie gespielt. Aber was soll's? Ich sollte vielleicht auch ein kleines bisschen vorsichtiger sein. Denn das Spiel bestraft Unvorsichtigkeit wie kein zweites. Und ja, schauen wir mal, was steht da? Solche Hinweise hier, die könnten übrigens auch durch andere Spieler gemacht werden, ne? In die Welt gesetzt werden. Also, was? L plus, wie war's? L plus RB ist dritt. RB ist der hintere, ne? Ne, das war kein. Warte mal. Hä, ja, das ist doch RB, oder? Ach ne, das ist RT, meine Güte, bin ich doof. Muss ich das so machen? Ah ja, okay. Okay, alles klar. Ja, ich muss mich noch ein kleines bisschen mit der Steuerung wieder anfreunden. Ich sollte vielleicht ein bisschen aufpassen, bevor ich zu dem renne, dass jetzt hier keiner von hinten kommt. Yo. Ein Armbrustschütze. Immer schön mit dem Schild dran. Und jetzt habe ich... Das war der Backstep, den ich gerade eben angesprochen hatte. Moment, mein Kopfhörer ist ein bisschen laut eingestellt. So, besser. Und wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Ich werde jetzt versuchen, hier alles zu erforschen, alles zu killen, was mir in die Quere kommt. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. So, da ist noch einer. Ich weiß nicht, man kann sich glaube auch anschleichen. Aber ist egal. Übrigens, ja, ich nehme gerne Wetten an, wann ich das erste Mal sterbe. In meinem kleinen, ich teste das Spiel mal an, bei meinem Kumpel Durchgang habe ich es geschafft, bis zum ersten Boss ohne zu sterben. Also bin auch bei dem nicht gestorben.
Wie es jetzt weitergeht, tja, ne, wie es jetzt aussehen wird, kann ich euch noch nicht sagen. Ich gebe natürlich mein Bestes. Ah, falsche Taste. So, sehr schön. Gut, gut. Immer noch ohne Treffer. So gehört sich das. So ist es fein. Und wir haben auch ein richtig gutes Schild. Ich kann euch dann später auch mal meine Ausrüstung noch zeigen, glaube ich. Ja, und der Schild, den ich jetzt habe, der ist... Was steht denn hier? Kehr um. Und genau sowas hasse ich. Das sind immer solche... Eigentlich sind das ja Hinweise, ne? Die sind unter anderem von anderen Spielern. Manchmal hast du dann Leute, die geben dir einen gut gemeinten Rat, um dich davor zu schützen, schon in den ersten sinnlosen Tod reinzurennen. Manchmal ist das allerdings auch eine Verarsche. Oh fuck, was ist denn das? Ich glaube, das mit dem Kerl um war keine schlechte Idee. Ich weiß nicht, was das da oben ist, aber das sieht gefährlich aus. Ich habe Angst. Ja, jetzt ist übrigens genau... Ich gehe wieder, Mami. Jetzt ist genau das eingetreten, was Dark Souls ausmacht. Ich habe Angst. Ich habe Angst davor, in ein Gebiet zu gehen, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich eine Chance habe, gegen das Monster da zu kämpfen. Und da ich jetzt noch ganz am Anfang bin, vermute ich, dass ich keine Chance habe. Ich würde mir das mal für später aufheben. Sorry dafür, aber... Mami! Was stand da? Ich bin bei sowas wirklich ängstlich. Also ich habe jetzt auch keine Lust... Waffe wechseln. Ach ja, das geht auch. Ich habe jetzt nur eine Waffe bis jetzt. Okay, alles klar. Den Estus könnten wir austauschen mit dem Asche-Estus. Das eine heilt die HP, das andere heilt das Mana. Und dann schauen wir mal. So. Das sieht aber auch nicht so aus, als sollte ich hier unbedingt lang spazieren. Aber wahrscheinlich muss ich genau das tun. Wenn ich dann das erste Mal bei einem Feuer war, was das zu bedeuten hat, werde ich euch noch erklären. Dann gehe ich vielleicht mal zurück zu diesem, was auch immer das da hinten gerade war. Hier ist eine Blutlache. Hier ist das erste Feuer. Sehr schön. Leuchtfeuer entzünden. Das sind quasi sowas wie unsere Checkpoints. Wenn wir jetzt sterben, werden wir von hier wieder starten. Und hier können wir uns auch ansehen, wie jemand anders hier gestorben ist. Ist dann nicht, der ist einfach hier runtergelaufen. Doch, der ist gejumpt. Ja, nice. Das ist bestimmt ein cooler Tod. Wow, schaut euch das an. Diese Grafik ist... Ja, also ich bin jetzt kein großer Grafikverfechter, aber ich finde, es sieht nicht schlecht aus. Manche sagen auch, dass das gar nicht so gut ist, das Spiel hier von der Grafik her. Also, was ich jetzt hier sehe, gefällt mir. Und jetzt gehe ich zurück zu diesem Monster da, der es mich wahrscheinlich gleich platt machen wird. Aber okay, wir haben jetzt hier am Leuchtfeuer quasi gespeichert. Nennen wir es mal so. Und wir schauen mal, wie weit wir kommen. Ich bin auch... Achso, ich glaube, die Monster könnten wiederbelebt werden. Manche... Oder war das... Also zumindest war es früher so. Wenn wir am Leuchtfeuer waren, werden die Monster wiederbelebt. Ich glaube, das ist hier nicht so. Ich versuche jetzt gegen dieses Kristallmonster da zu kämpfen. Mal sehen, was es ist. Und ja... Ihr seht auch schon das Grüne da oben. Die grüne Leiste ist meine Ausdauer. Habe ich noch gar nicht gesagt. Und jetzt geht's ab zum ersten richtigen Kampf, bei dem ich vermutlich das erste Mal sterben werde. Da sehen wir übrigens immer solche Phantome, solche Schatten. Ne? Das bedeutet eigentlich nur, dass da gerade ein anderer Spieler ist und da kämpft. Das ist ja online das Spiel die ganze Zeit und man kann sich das dann ein bisschen angucken. So, das Teil sieht echt stark aus. Oh Gott, ist das auch noch... Was ist denn das? Verdammt, das ist eine Echse. Autsch, wow. Ich weiß nicht, wie die das gemacht hat, aber die hat mir schon was abgezogen, obwohl ich mein Schild oben hatte. Au. Manche Monster haben auch so ein paar Griffe drauf. Das hat aber echt viel HP für meinen jetzigen... Ich glaube, ich bin noch viel zu schwach dafür. Nice Atem. Ah. Ich habe nicht mehr anvisiert, das gefällt mir gar nicht. Ach du Scheiße, Alter, das kann doch nicht ernst sein. Sollte ich jetzt wirklich da drauf gehen? Autsch, das war knapp. Schnell Heilung. Ich glaube nicht, dass ich da eine Chance habe gegen das Teil, aber naja. Immer schön die Angriffsmuster merken, bei dem Eisatem ausweichen, würde ich sagen. Und wenn er angegriffen hat, ist unsere Chance zum Zurückschlagen. Autsch, ich möchte auch ungern gefressen werden von dem Teil. Eisatem, nee. Rolle, Alter. Und immer noch nur ein, zwei Schläge, mehr auf keinen Fall, sonst ist man direkt tot. Autsch. Erstmal Ausdauer auffüllen. Und dann wieder einen guten Zeitpunkt zum Angreifen abwarten. Ja, so wird das Spiel im Übrigen ablaufen. Wir werden öfters mal einen Gegner haben, der uns das Leben ein bisschen schwer macht. Zum Glück haben wir einen guten Schild. Alter, ey. Habe ich noch einen Trank, ja. Das ist so eine Eiswelle, da muss ich echt ein bisschen aufpassen. Ich habe auch ein bisschen Angst. Ich müsste sagen, ich scheiß mir gleich in die Hose. Nicht, weil das Spiel gruselig ist, aber ich habe echt keine Ahnung, ob ich eine Chance habe, hier schon das Vieh platt zu machen. Ihr seht ja, ich habe es jetzt auf die Hälfte ungefähr gebracht. Und ja, einen Heiltrank habe ich noch. Und wie schon gesagt, wenn ich einmal von diesem Eis da getroffen werde, dann ist hier Sense für mich. Ich mache auch nicht viel Schaden, ne? Das ist halt so ein Problem dabei.
Und wie gesagt, mehr als zwei Schläge werde ich mir auf keinen Fall zutrauen hier am Stück. Das ist halt die gefährliche Attacke, ne? Dieses blöde Eis. Oh, ist er jetzt gestunt? Nee. Das hätte ich nie machen sollen. Alter, das war mega knapp. Mama, Mama, Mama. Hilfe. So, ein bisschen Abstand. Ich schaffe das jetzt, oder? Schaffe ich das? Komm, das schaffe ich. Alter. Die Monster neigen auch dazu, gerne mal ihre Angriffsmuster zu ändern. Gerade Bosse machen das gern, so nach der Hälfte der HP oder so. Da weiß ich noch nicht so richtig, wie stark das ist, dieser Eisatem hier. Komm schon. Noch ein paar Schläge, dann habe ich es. Noch zwei, drei Schläge. Kommt er wieder angerollt? Sprung. Okay. Ich darf es auch nicht zu übermütig werden, das ist immer das Wichtigste. Ich habe es geschafft, wow. Titanitschupe, ist das nice. Ich hätte es nicht gedacht, aber ich habe es geschafft. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, also wenn man hier nicht als Ritter anfängt, hat man glaube ich keine Chance, das Teil platt zu machen. 4000 Seelen haben wir jetzt unten rechts bekommen. Also die 4000, also die 144 hatte ich noch und die 4000 waren jetzt durch dieses Biestchen hier. Das ist allerhand. Und ich bin äußerst begeistert, dass ich das geschafft habe. Kann ich hier hoch irgendwo? Nee. Sieht zumindest nicht so aus. Haufen Grabsteine hier. Ja, und diese Welt ist schon echt geil. Also ich finde, das sieht wirklich, wirklich cool aus. Und wow. Ja, Leute, ich bin gerade echt ein bisschen baff, dass ich das tatsächlich geschafft habe. First try. Okay, super. Ich bin nicht gestorben. Aber ihr habt ja gesehen, ne? Also zwei Hits und ich war fast tot. Jetzt werde ich hier ein bisschen zurückgehen und geht's hier nach oben lang. Und aufpassen, dass ich auf dem Rückweg auch nicht von irgendwas überrascht werde. Ne, hier ist nix. Okay. Tja, gut. Bin ich doch ganz stolz auf mich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich hatte schon Angst. Und ich glaube, letztes Mal, als ich bei meinem Kumpel gespielt hatte, war ich auch bei diesem Mob hier. Und bin ebenfalls umgekehrt, weil ich mir in die Hosen gepullert habe. Nee, das natürlich nicht, aber ne, ich habe mich nicht getraut und deswegen habe ich es gelassen. Das Wichtigste in dem Spiel ist, hat das Vieh gerade gelebt oder habe ich das nur... Hallo, ihr da, huhu. Geh mal baden, Kollege, du stinkst. So, 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 so. Und jetzt können wir zum Leuchtfeuer gehen. Also früher im ersten Teil war es so, dass wir dann unsere Level-Ups dann am Leuchtfeuer machen konnten. Jetzt ist es, glaube ich, nicht mehr so. Wenn ich mich recht entsinne, müssen wir erst einen NPC finden, der uns dann beim Level-Up hilft. Und ja, das wäre jetzt so die Aufgabe, die ich ein bisschen vor mir habe. Mal sehen. Ich gehe jetzt erstmal ins Feuer. Da hinten ist übrigens noch ein Monster. Und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, kann ich hier ruhen. Aha, okay. Habe ich meine... Genau, und damit habe ich meine Estus-Flakons wieder aufgefüllt. Was auch viel wert ist. Kleine Information am Rande. Wenn wir jetzt sterben sollten. Und das kann schon mal vorkommen. Ist Dark Souls. Wer bei Dark Souls nicht stirbt, der ist ein bisschen OP. Nennen wir es mal so. So, und dann haben wir hier noch zwei Monster. Autsch. Oh, 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 ich habe mich... Wow. Extrem verschätzt. Ich dachte, das sind dieselben Mobs und ich habe sie mit einem Schlag gekillt. Da kann man schon mal einen Fehler machen. Okay, bin gerade direkt erschrocken. Schön. Ja, was habe ich gerade erzählt? Bei Dark Souls stirbt man. Und wenn man stirbt, sind die Seelen, die man unten quasi dabei hat, die man schon eingesammelt hat, verloren. Ihr seht ja, ich bekomme von diesen Mobs hier vielleicht so 20 Seelen. Und bei dem anderen gerade 4000. Das ist schon ein Unterschied. Ach, ich krieg das mit dem Backstabben irgendwie nicht so richtig hin. Ich glaube, ich muss noch nach vorne drücken mit. Na komm, schlag zu. Ah, egal, machen wir es halt so. Macht ja auch nichts aus hier. So, ein bisschen aufpassen. Die Blutflecken berühren heißt immer, ich schaue mir das an, wie jemand anders hier gestorben ist. Aber das ist nicht so wichtig. Da unten geht's lang. Und ich habe schon wieder ein bisschen auf die Mappe bekommen. Das war gar nicht mal so gut. Beim Sprinten springen mit der linken Taste. Ah, hier unten ist ein Item, ne? Genau. Sehen, ob ich das schaffe. Oh no, das war nicht gut. Da bin ich zu kurz gehopst. Während des Fallens, Sturzangriff, ja, das kennen wir. Ach so, okay. Moment, runterfallen. Oh. Ja, hat funktioniert, war ein bisschen komisch, aber hat funktioniert. Ja, der Sturzangriff ist ein bisschen effektiver, macht mehr Schaden. Oh, verdammt. Armbrustschütze. Du Dreckschwein. Dich kill ich. Hallo, Backstep for the win. So, und ich sehe schon unsere Folge, die nähert sich jetzt schon dem Ende so langsam. Was liegt hier? Heilige klärige Glocke. Ja, wir können zufällig bei jedem Monster irgendwas finden. Items, Waffen, Rüstungen, irgendwas anderes in der Richtung. So, also so hier in Richtung, na, wie heißt es denn?
Meine Güte, Seelen, genau, das wollte ich sagen, Seelen. So, jetzt muss man ein bisschen aufpassen, dass ich das besser mache. Ach man, bin ich denn echt zu unfähig? Ist denn das der Ernst? Ja, ich freue mich schon auf den ersten Boss. Den werden wir allerdings heute nicht mehr zu Gesicht bekommen, sondern erst in der nächsten Folge. Ich werde jetzt auch nach der Folge erstmal mit der Aufnahme jetzt aufhören, einfach um zu schauen, ob alles passt. Aber ich würde jetzt gerne noch dieses eine Item hier holen. Kann ich hier oben? Ne, ich muss schon von da, ne? So. Nein, falsche Taste. Uppala. Ja, früher war das mit Kreis. Jetzt hat's geklappt. Wunderbar, wunderbar. Kleine Titanitscherbe. Okay, gut. Ich würde sagen, wir werden jetzt uns mal so ein bisschen Richtung Leuchtfeuer begeben, dort nochmal ruhen. Und ich schätze, wenn mich nicht alles täuscht, werde ich dann... Was ist denn hier unten noch? Vielleicht schaue ich da unten nochmal kurz hin. Werde ich dann auch... Ach Gott, bin ich erschrocken. War bloß ein Gegner. War kein Gegner, war so ein anderer Spieler, ne? Ja, wenn mich nicht alles täuscht, dann... werden dann die Monster wieder auferstehen. Oh, das ist gefährlich hier. Ein Armbrustschütze und ein normaler Schildkämpfer. Ja, der hat auch geblockt. Oh, ein Speer mit Schildkämpfer. Ja, und das ist das, was ich eigentlich mal machen möchte hier bei dem Spiel. Das war nicht gut. Heilung, schnell. Ja, ihr habt gesehen, also man sollte nicht einfach draufschlagen. Uiuiui, so jetzt noch den hier. Der wehrt sich nicht sonderlich. Okay. Ja, der andere ist leider gerade runtergefallen. Der hat ein Item bei sich gehabt und ich habe es nicht aufgehoben. Aber ihr seht, also ich denke, das ist der Beweis für euch. Selbst die leichtesten, die leicht zu scheinenden Gegner können euch hier besiegen. Das wäre es gerade fast zum zweiten Mal gewesen. Aber ich bin zufrieden. Ich bin in der ersten Folge nicht gestorben, sagte er und springt in den Abgrund runter. Nee, zum Glück nicht. Wir gehen jetzt zurück zu unserem Leuchtfeuer und dann wird die Folge beendet. Ich hoffe mal, dass das alles ganz safe funktioniert, dass ich auch bei der Abmoderation nicht sterben kann. Denn so genau weiß ich es noch nicht hier. Okay, wow. Ja, das Abenteuer hat für uns auf jeden Fall begonnen. Kleine Rast am Leuchtfeuer. Da werden die Flakons aufgefüllt, ne? Und auch die HP. Und ich schätze, die Monster da hinten sind zurück. Das werden wir in der nächsten Folge rausfinden. Okay, ich habe ein kleines bisschen überzogen. Normalerweise sollen die Folgen immer 20 Minuten lang werden. Aber das macht nichts. Erste Folge, bisschen Intro und so. Das passt schon, ne? Okay, wenn es euch gefallen hat, bewertet und kommentiert das Video, abonniert meinen Kanal und empfehlt mich weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.